Als elfter Bewerbestab und den Kinderbuchautor fallen immer wieder die Namen Kreichern und Kellner. Diese Personen sind durch die Grünen in höchste Regierungsämter befördert worden. Alle sind verwandt und verschwägert miteinander. Es ist alles dieselbe Suppe. Und mit diesen Namen verbunden sind die grünen Denkfabriken Agora Energiewende und die Deutsche Umwelthilfe, die schon lange die Abschaffung Deutschlands auf ihrer Agenda haben. Diese Verflechtung der Denkschmiede und Abmahnvereine mit der bloßen NGOs werden von einigen Beobachtern mit mafiaähnlichen Strukturen verglichen. Diese grünen stalinistischen Ideologen werden als Experten deklariert. Es ist nur konsequent, Schädlinge und Parasiten als Lebensmittel zu deklarieren.